Sehen Sie nun die Weihnachtsansprache des Bundesbürgers. Hallo liebe Freunde bei Facebook und YouTube. Jetzt ist sie wieder da, die Zeit der Fernsehjahresrückblicke. Egal ob Menschen, Bilder, Emotionen bei RTL oder das Album 2017 im ZDF, es macht Spaß, das verflossene Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. 2017, das waren, wie so oft, sehr viel Licht und Schatten nahe beieinander. Terror und Gewalt gingen weiter. Noch in der Neujahrsnacht in Istanbul, später bei einem Popkonzert in Manchester, in Barcelona, in Las Vegas, in Stockholm und vielen anderen Orten. In Hamburg brannten während der G20-Krawalle Straßen, Autos wurden angezündet und fassungslos sahen wir im Fernsehen Bilder wie aus einem Bürgerkriegsland. Boris Becker, unser Tennisheld, angeblich pleite. Das Jamaika-Regierungsexperiment scheiterte krachend. Katalonien will mehrheitlich die Unabhängigkeit von Spanien. Und der große Europäer und Kanzler der Einheit Helmut Kohl musste zu Grabe getragen werden. Hoffnungsvoll stimmte mich, dass mit Emmanuel Macron ein überzeugter Europäer zum französischen Staatspräsidenten gewählt wurde. Mit dem Beschluss des Bundestags zur Ehe für alle präsentierte sich Deutschland von seiner modernen Seite. Und auch das war 2017. Papa muss arbeiten und für die BBC komplizierte Nordkorea-Politik erklären, während seine Kinder das Live-Interview crashen und sich ihre Mutter verzweifelt in Schadensbegrenzung übt. Herrlich menschlich, und ich sag euch, das ist die Wahrheit übers Homeoffice. Ich selbst blicke mit viel Dankbarkeit auf 2017 zurück. So viel Sport habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr getrieben. Durfte im Februar die Bundespräsidentenwahl begleiten und neue Länder im Nahen Osten und Nordafrika kennenlernen. Im Juni habe ich geheiratet, bin 50 Jahre alt geworden und fühle mich doch wie 35. Dafür bin ich sehr dankbar und hoffe, dass es euch mindestens genauso gut geht. Wie war euer 2017? Gab es mehr Licht oder eher Schatten? Seid ihr zufrieden oder geht ihr mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr? Schreibt es mir unten in die Kommentarfelder, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage, einen guten Rutsch und vor allem Gesundheit und ein friedliches neues Jahr 2018. Sie sahen die Weihnachtsansprache des Bundesbürgers.